Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Wir sind hier natürlich nicht beim Synchronsprechen, sondern bei meinem neuen Video. Herzlich willkommen dazu. Heute habe ich für euch ein DIY Lip Scrub, also ein Lippenpeeling. Denn wie ihr wisst, trage ich in fast allen meinen Videos oder in allen und auch sehr oft privat Lippenstift. Aber das kann vor allem bei matten Lippenstiften die Lippen super schnell austrocknen und deswegen muss man sie gut pflegen. Und darum habe ich ein sehr cooles Rezept gefunden, was mir persönlich super geholfen hat. Ich hoffe natürlich, euch gefällt das Video. Falls ja, würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst und mir sehr gerne in die Kommentare schreibt, falls ihr das Ganze nachgemacht habt. Jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Video. Los geht's! Halt, stopp! Bevor das Video losgeht, falls ihr mir noch nicht auf Instagram oder Snapchat folgt, solltet ihr das auf jeden Fall tun, um Backstage-Aufnahmen hier von meinen Videos zu bekommen oder einfach mich in meinem privaten Leben zu stalken. In beiden Fällen findet ihr mich unter dem Username CarlyCassie oder unter diesem wunderbaren Snapchat-Code hier. Ich würde mich riesig freuen und abonniert natürlich auch meinen Kanal, um kein Video mehr zu verpassen. Jetzt wünsche ich euch aber ganz viel Spaß beim Video. Los geht's! Falls ihr viel Lippenstift tragt oder auch einfach im Winter, kennt ihr mit Sicherheit das Problem von trockenen Lippen. Aber ich habe ein super Rezept für einen Lip Scrub gefunden, der eure Lippen unglaublich gut pflegt, essbar ist und richtig gut auch noch schmeckt. Und er sieht einfach super süß aus, denn ihr könnt ihn in den Farben machen, die ihr wollt. Schreibt mir sehr gerne mal in die Kommentare, welche Farbe euer Lip Scrub hat. Und jetzt kommen wir zu den Sachen, die ihr dafür braucht. Ihr braucht natürlich einen kleinen Container, in dem ihr das Ganze aufbewahren könnt. Und ich habe diesen hier in der Drogerie für weniger als 1 Euro gefunden. Außerdem braucht ihr Olivenöl, das habt ihr mit Sicherheit in der Küche. Was ihr dort sicher auch verwendet, ist feiner Zucker. Dann braucht ihr noch ein Aroma eurer Wahl, denn Olivenöl schmeckt nicht so gut. Und damit das Ganze cool aussieht, braucht ihr außerdem noch Lebensmittelfarbe. Als erstes befüllt ihr euren Container mit dem Zucker. So wisst ihr einfach ganz genau, wie viel ihr braucht und macht nicht zu viel, denn das ist mir am Anfang passiert. Damit es später einfacher zu mischen geht, habe ich das Ganze in eine Glasschüssel umgefüllt. Dort hinzu gebt ihr jetzt 1 bis 2 Teelöffel Öl. Die genaue Menge ist einfach abhängig davon, wie viel Zucker ihr benutzt habt, aber das werdet ihr später beim Umrühren auf jeden Fall merken und mehr Öl könnt ihr immer noch dazugeben. Weil Olivenöl auf den Lippen später einfach nicht so gut schmeckt, könnt ihr an dieser Stelle einfach noch etwas Aroma dazugeben. Ich habe hier zum Beispiel Vanillearoma genommen, aber auch Pfefferminze schmeckt mit Sicherheit richtig gut. Und jetzt kommt der spaßigste Teil meiner Meinung nach, und zwar die Farbe zu kreieren. Mischt dazu einfach die Lebensmittelfarben so zusammen, bis euch die Farbe gefällt. Ich habe zum Beispiel Gelb und Rot hier vermischt, um nachher ein richtig cooles, knalliges Orange zu bekommen. Verrührt alle Zutaten miteinander, bis sie eine richtig schöne, klare Masse geben und keine Klümpchen mehr vorhanden sind. Und dann könnt ihr das Ganze auch schon wieder zurück in euren Container füllen. Dann nur noch den Deckel drauf und fertig ist euer eigenes selbstgemachtes Lippenpeeling in eurer Lieblingsfarbe. Jetzt könnt ihr eure Lippen super geschmeidig pflegen oder jemand anders damit als kleines Geschenk glücklich machen. Das war also mein DIY Lip Scrub. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und schreibt mir unbedingt eure Ergebnisse und wie zufrieden ihr damit seid unten in die Kommentarbox, falls ihr das Ganze ausprobiert habt. Genauso wie eure Videowünsche, die würden mich sehr interessieren. Und damit bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut.